Guten Tag, auf Polnisch. Wir sind doch jetzt gleich da. Dobry den. Aber jetzt ging es endlich los. Und nachdem wir uns Dutzende von Burgen und Schlössern in drei Ländern angesehen hatten, fanden wir endlich unser Hauptmotiv. Die Napoler Burg in Bozov, Tschechien. In Prag selber haben wir zur selben Zeit dann Motive gesucht, die das Kriegs-Berlin von 1942 darstellen konnten. Wenn man sich vorstellt, dass hier jetzt schon erste Bombardements in Berlin stattgefunden haben, ein Haus schon irgendwie zerbombt. Die Burg innen drin war nämlich zu klein zum Dreh, deshalb mussten wir überall Motive finden, die praktisch Innenmotive der Burg darstellen konnten. Unter anderem hier eine alte Turnhalle in Prag, die später als Burgaula diente. 600 Jungen in einem Dreivierteljahr. Und dann, im Sommer, haben wir endlich unser Traumpaar gefunden. Ich werde was tun. Was? Ich werde einen Aufsatz schreiben. Hör auf. Ich kann das nicht so wegschweigen. Ich weiß, es war. Mann, das ist echt schön. Wir haben gestern Kinder ermordet. Ich weiß. Wir haben gestern Kinder ermordet. Ja. Ja, was, ja? Was soll ich dazu sagen? Kannst du damit leben? Kannst du mit der Schuld leben? Kannst du dich im Deutschunterricht reinsetzen? Und einfach normal weitermachen? Weil es ist schon einfach. Was ist denn die Lösung? Ich weiß es auch nicht. Im Moment weiß ich es nicht, okay? Erste Klingel. Bitte mach's nicht, bitte. Du bist mein Freund. Ich werde. Da wird was passieren. Ich muss das für mich machen. Nicht für dich. Ich kann mit der Schuld nicht. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Bist du nicht mein Freund oder was? Natürlich. Was ist, wenn ich dich verliere? Das ist mein Gast da, das ist der Dr. Lambrecht, extra für uns gekommen aus Passau, lange Reise, um uns ein bisschen was zu erzählen über die Napolas. Er war selber Napola-Schüler auf der Napola Plön in Schleswig-Holstein. Der Florian Stettert spielt den Justus von Jauch. Ja, genau, wir haben uns schon kennengelernt. Hallo, ich bin Jonas Jammer, ich bin Christoph. Michael Schenk, ich spiele den Peiniger. Martin Göritz, ich spiele den Siegfried, den Bettmesser. Thomas Drechsel, ich spiele den Hefe. Ich bin Marian Schorle und spiele Peter Fischer. Ich bin Leon Kersten und spiele Tjaben, den Furzer. Ich bin Max Riemelt und spiele Friedrich. Tom Schilling, Albrecht. Ich habe das Drehbuch natürlich durchgelesen. Ich habe mit dem Autor und mit dem Regisseur über manches gesprochen, was bei uns nicht so war. Auch nicht gewesen sein konnte, bei uns. Wobei ich von vornherein sagen muss, in diesen 12 Jahren, hat es weder den Jungmann gegeben, noch die Anstalt. Dazu sind die erstens zu verschiedenen Zeiten entstanden, dazu sind die Jungmann auch zu ganz verschiedenen Abschnitten auf ihre Anstalten gekommen. Ich habe damals inmitten von Blut und von Verbrechen, die es gegeben hat, die wir aber nicht mitgekriegt haben, habe ich persönlich in Plön gelebt wie auf einer glücklichen Insel. Ich habe zu essen gehabt, ich habe was anzuziehen gehabt, ich habe Kameraden gehabt. Das heißt, an dem Tag haben eben die Schauspieler auch die Chance genutzt, Herrn Lambrecht zu befragen. Und er hat uns hier eben auch gezeigt, wie normale Alltagsabläufe waren innerhalb der Napola, wie man gemeldet hat, wie man gegrüßt hat. Aber es gab eben auch Fragen, wie hat es gerochen in der Napola? Achtung! So, da kommt das nächste Kommando. Stillstellen! Und jetzt achten Sie noch mal bitte drauf, wie schnell die Schauspieler diese Befehlsstruktur umsetzen. Das ist wirklich erschreckend. Es muss wirklich laut und deutlich sein, das Kommando. Sie müssen was zu sagen haben, Sie müssen was wollen. Dann kommt, wenn Sie da so stehen, im Stillgestanden, richtet euch. Das bedeutet, der Erste guckt geradeaus und streckt seine Nasenspitze so weit vor, dass die anderen, die den Kopf schlagartig nach rechts machen, Schlagab, dich, zack. Und das hier, eine Linie. Und da darf es nicht ein Schutzen sein. Also das, nicht? Möglich, dass das der Kameramann aufnimmt. Da darf ruhig ein Schutzen sein. Nicht? Bis dann, und dann kann auch der kommandiert, kann hier gehen, nicht? Nicht?
Müller streckt den Bauch ein. Steckerstein. Links und rechts und links und nur noch von Anfang an. Würfelt euch nochmal zusammen lassen. Würfelt euch! Achtung! In Linie gerade stehen. Was sag ich jetzt? Richtig. Richtig, genau. Richt euch! Ziehen Sie mal den Bauch ein. Geht doch. Augen gerade heraus! Achtung! Stube 23, melde Mittagspause, Hausaufgaben. Neuzugang? Jawohl, Hundertschaftsführer. Name? Weimar, Friedrich. Und spät öffnen, los! Was ist denn das für eine Schlamperei? Jetzt schmeiß ich das Zeug hin. Mhm. Dann, was sag ich dann? Na los, einräumen. Zwar ordentlich. Ja, die Zeit lief. 300 Wochen vor Dreh. Über 500 Uniformen wurden von einer Firma in Posen originalgetreu für den Film angefertigt. Für die Hauptdarsteller natürlich alle auf Maß. Der Rest wurde in Fundis zusammengeliehen. Also ich denke mir, dieses Fotos, was wir da haben, bei dem, haben die werden wir gleich anmachen. Was machst du da, Natascha? Also wir brauchen also Friedrich Stotter. Kann ich das mal ausmachen? Nein. So, Dennis. Wir sind heute hier zusammengekommen. Macht das denn psychologisch jetzt schon so ein bisschen was, wenn man so Träger des goldenen Parteiabzeichens ist und so? Ja, die Uniform selber macht was. Die Dinger sagen mir noch nicht so viel. Aber die Uniform selber macht was. Okay, bleib mal kurz stehen, damit ich vorher nachher habe. Tom lässt ihn nicht beeindrucken. Vorher, nachher muss ich jetzt mal kurz festhalten. Die Bewegung ist nicht. Fühlt man sich auch gleich ganz anders. Das ist echt normal. Das war ein Trainingsexerzierung praktisch. Ja, alles hier nach draußen. Und dann machen wir noch eines, das muss ich auch. Ziel, ausholen, weg mit dem Ding! Das heißt, wir haben jeden Tag erstmal begonnen, eine halbe Stunde Sport zu machen, einfach so zur Lockerung. Und nach so ein paar Sportübungen sind wir dann hier zum Beispiel zu einer Übung gekommen, die ich ganz spannend finde. Die nennt sich Fragen in den Charakter. Am Nachmittag war es dann mal ein bisschen ruhiger und während die anderen entweder frei hatten oder an ihren Rollen gearbeitet haben, haben wir uns so eine intensive einzelnen Szenen gewidmet. Der Köchin, also hat mir schon mal gekommen, so wie er jetzt sagt, also, dass der Break zu kurz ist, um ihn zu machen, weißt du? Okay, das reicht. Bitte die Schlusspointe. Ich glaube, also die Schlusspointe kann kommen. Wenn du sagst, wenn du so dastehen hast,
Und? Ja, weil du bist ja, natürlich fragst du und, den Impuls hast du auf jeden Fall, weil du bist ja in dem Augenblick runtergelassen worden, als es schwank wurde. Und ich sag erstmal gar nichts. Ja, und dann kannst du ruhig einen draufsetzen. Stimmt. Du hast den Impuls, einen draufzusetzen, wenn dir ganz klar war, dass er gelogen hat. Ja. Nichts, genau wie bei dir. Und ja, in dem Augenblick, wo du hochgehst und du siehst ganz offensichtlich eine Frau in der Badewanne, obwohl er dir doch eben gesagt hat, da war niemand zu sehen, dann weißt du, er hat gelogen. Ja. Und dann hast du den Impuls. Und jetzt schneiden wir mal zwischen den Proben, das waren die ersten Proben für diese Szene, und der Szene im fertigen Film mal hin und her. Und, siehst du was? Noch nichts. Und jetzt? Nee, immer noch nichts. Lass mich mal. Da ist niemand. Was machst du denn? Jetzt bin ich dran. Da ist auch niemand. Trotzdem. Und? Und? Nichts. Genau wie bei dir. Tja, das ist das allererste Boxtraining. Hier Max mit seinen beiden Trainern, unseren Kampfchoreografen Stefan Thiele und Rainer Werner. Das Boxen war ja ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Films, weil das Boxen für uns eben auch ein Symbol war immer für die Veränderung in Friedis Charakter und eben auch ein gutes Bild für das erzieherische System überhaupt auf der Napola. Das ist ein Boxtraining in Prag. Und jetzt schauen wir mal, wie die Szene im fertigen Film aussieht. Tja, bis dahin hieß es wirklich Training, Training, Training. Also für Max jeden Tag und das war schon anstrengend, weil es natürlich teilweise direkt auch nach den Dreharbeiten noch weiterging. Das hat sich dann auch wirklich bewahrheitet. Denn jetzt liefen einfach wahnsinnig viele Dinge parallel. Also das war wirklich so, dass ein typischer Tag aus Schauspielproben, Boxtraining, Produktionsmeetings, Storyboard-Zeiten, Motivabnahmen, Kostüm, Requisitenbesprechungen, letzten Recherchen, circa 4 bis 5 Stunden Dauertelefonaten und eben nachts den aktuellen Drehbuchänderungen bestand, die eben gerade aus finanziellen oder dramaturgischen Gründen notwendig waren. Ja, und irgendwann hat man sich dann so bei 5 Stunden Schlaf eingependelt. Und das sieht man uns auch langsam an. Dennis, wir können auch die Rollen Bettnisser-Peiniger in der Szene einfach tauschen. Dann machen wir halt so eine Art moderner Gesamtschule draus. Auf anderen Bauern wollen wir aber noch nicht. Nur markieren. Möchte er, dass ihr lernt? Also, ich bin.
Und da ging es zum Friseur. Dass sich das nicht so leicht vermitteln lässt, was er da jetzt machen muss. Und wenn wir jetzt sagen, sie müssen ihre Waffen reinigen und dann heißt es irgendwie, es ist das Kommando zusammensetzen wieder und dann Verschluss einsetzen und dann machen alle. Ja, das ist echt so. Ja, genau. Das glaube ich. Das mit dem Blumen muss aber herstellen. Ich muss das runterlegen. Also das Beste wäre der Ofen. Eigentlich nicht so, aber so ein Maschinal ist auch wieder. Ja. Aber weißt du, was man richtig physisch spürt, irgendwie, das mit der Gleichmacherei? Funktioniert. Da hat er recht, das ging uns allen so. Max hat seinen Text nicht gelernt. Und das habe ich mit ihm getan. Gut, wir sind hier im Studio Hoff den Wasch und wir bauen hier im Studio die Stube und den Waschhof, den Korridor, der Napola, was auch unsere Burg gehört. Und wir haben vor 10 Tagen mit dem Bau begonnen und so sieht es heute aus. 15 Schreiner, Stuckateure, Maler, Patinierer und Schlosser waren allein 4 Wochen an diesem Motiv beschäftigt. Schönen Gruß von Matthias, ich soll ausrichten, 10 Kubikmeter Bauholz wurden verarbeitet und in diesem Badezimmer allein 50 funktionstüchtige Leitungen mit 64 Fassaden verlegt. Leider sieht man im Film nur einen einzigen und der tropft. Jedes halt noch so kleine Detail muss hergestellt werden. Und allein diese Schrift hier, Kartoffeln, die die Frau malt, ist im fertigen Film 2,5 Sekunden im Hintergrund zu sehen. Aber das ist eben eins von den Details, die halt einfach zur Glaubwürdigkeit der geschilderten Zeit beitragen. So, jetzt ist es 20 nach 10. Es wird Zeit, zur Arbeit zu fahren. Die Location für die Aula ab. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wir das zu Zero-Zeit machen, wo wir sowieso heute früh schon um 8 Uhr begonnen haben. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass wir überhaupt in die Turnhalle drehen dürfen. Und darum nehmen wir das auf uns. Jetzt während der Nacht das Motiv einzurichten. Also Jungmann, fassen wir nochmal zusammen. Also, Schnur ziehen und das Ding ist scharf. Jetzt, mit weitem Schwung ausholen, werfen und sofort in Deckung. Schlechte Geist, die zweite. Und bitte. Die hauptsächliche Wirkung auf den Feind erzielt die Splittergranate durch ihre Splitterwirkung. Bis zu 15 Meter weit fliegen. Einzelne Splitter können jedoch erheblich weiterfliegen. Fassen wir nochmal zusammen. Also, Kappe abschrauben. Schnur ziehen und das Ding ist scharf. Jetzt, mit weitem Schwung ausholen, werfen und sofort in den Wind. Bedenken, nach dem Ziehen der Schnur habt ihr noch 4,5 Sekunden bis zur Winterhalle.
3, 2, 1, Schuss! Halt dich hier hinter, ne? Ich hab mit beiden Armen so. Ja. Schuss! Schuss! Also, Probe und bitte. 3, 2, 1. Im Kloster, in der Nähe der deutschen Grenze, was bei uns der Speiseraum war, der Napola. Und langsam hat man es echt gespürt. Dann habe ich ja morgens schon gesehen, das belassen sie beim Dreh sind, aber irgendwann ist irgendwann der Schlafmangel. Wenn man abends nach Hause kommt, ist für uns der Dreh nicht vorbei, sondern dann geht es oft noch in den Schneideraum, um die Aufnahmen der letzten Tage zu sichten. Dann ging es oft noch zum Boxtraining oder man hat Motivabnahme oder Besprechung. Oder man, es ging eben wie nach diesem Drehtag zur technischen Drehbucharbeit. Gesendet hat, wir brauchen Soldaten, aber sind es mit unserem Nachbar noch, lassen wir mal einfach mal beginnen. Und zum achten Zug! Heil Hitler, Jungmannen! Heil Hitler, Angstverleiter! Das war der große See. Hier sieht man ganz gut, wie wir es gemacht haben. Und zwar war es ein 3000 Quadratmeter großer See, ein ausgetrockneter Fischteich. Der wurde erst einmal mit 15 LKW-Ladung Sand eingeebnet. Dann wurde alles mit Spanplatten belegt und eben später eingeschneit. Der zentrale Bereich wurde mit Plexiglas ausgelegt und zwischen den künstlichen Eisrändern wurden dann 2 Tonnen gegraben, die wir mit heißem Wasser gefüllt haben. Im ganzen Film hat es übrigens kein einziges Mal real geschneit. 114A1, die dritte. Bitte? Wenn ich das nächste Mal sage, in 10 Minuten am See, dann meine ich in 10 Minuten am See, ist das klar? Hier sollte man schon den Balken, den Balken mittlerweile schon da drauf nehmen. Genau, das kann ich den Balken drauf. Die Jungs stehen schon hinten, aber das weiß, dann müsste eigentlich schon wieder auf. Dann lassen Sie Probe machen direkt dafür. Tak uděláme zkoušku, kluci, jo? Připravte si zase další, další obět je Max. Bitte! Ich als nächster. Komm! Ja, und dann nach 3 Monaten in Prag, der letzte Drehtag. Wir sind nach Hamburg gefahren und haben in einem alten Testbecken die Unterwasseraufnahmen für diese Szene, die wir eben gesehen haben, gedreht. Und das ist eine 30 Quadratmeter große künstliche Eisplatte aus Plexiglas und Epoxidharz. Wir haben hier erstmal bei Jonas unter Wasser und dann erst wieder hier. Also hier nichts mehr mit Kreativer Arbeit zu tun. Das ist jetzt ab.
Abfilmen vom Storyboard. Das ist der Job hier heute. Morgen. Abfilmen vom Storyboard. Bevor es dunkel wird. Und diese konnte schwimmen und konnte eben noch 5 Personen tragen. Tom hatte schon seit Wochen selbst in Prag immer wieder Tauchen geübt. Ja, klar. Für eine Probe und die Füße vor dem Patrick schön hochhalten. Thorsten bereit? Ja. Und Probe und bitte. Und das war's. Weißt du, jetzt sagt er geht weg und jetzt sollte der andere eigentlich sagen, ne? Und was willst du so warten, wie es ist? Ich habe immer gedacht, das ist so ein kleiner Witz, um seine Abwesenheit kurz zu reagieren. Aber die Abwesenheit brauchst du gar nicht. Er kann so, dann gehst du zack auf den Gegenschuss von diesem Typen und dann kommt er ja direkt schon wieder. Auf! Los! Marsch! Antreten! Weber, gegen Staatspolizei. Wir wurden über ein Versäumnis von Ihnen informiert. Tja, nach 12 Wochen Schnitt in München sind wir dann nach New York geflogen, denn einer der Komponisten, Angelo Badalamenti, wohnte in New Jersey. Und da sind wir dann hingefahren. This is Friedrich. Friedrich, now is at home. Come on, I mean, you know, those musicians are fine musicians, you know. Yeah. And they have the radio on for so. Von der Aufteilung war es so, dass Angelo die 5 Hauptthemen komponiert hat in den USA selber und die restliche Musik wurde dann von Normand in München geschrieben und in Bratislava aufgenommen. Und das war ein irrer Moment, weil in dem Augenblick erwachte der Film nochmal auf einer völlig anderen Ebene zum Leben und es war irre, das mitzuerleben.